Wie wird man Übersetzer oder Dolmetscher? Mein Name ist Maria, ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin von Beruf und in diesem Video möchte ich einfach über meine Erfahrung erzählen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, Deutsch habe ich in Deutschland gelernt und das bedeutet, man muss wenigstens eine Fremdsprache gut beherrschen, um Übersetzer oder Dolmetscher zu werden. Das ist logisch. Nachdem ich Deutsch gelernt hatte, machte ich Ausbildung. Der Name des Studienganges war Übersetzung und Dolmetschen. Mein Studium hat 4 Jahre gedauert. Wie lange man studiert, kann es unterschiedlich sein, je nachdem, wo in welchem Land man Ausbildung macht. Ich zum Beispiel habe in Lettland studiert und mein Studium hat 4 Jahre gedauert. Und ich erzähle ein bisschen auch darüber, was genau ich während des Studiums gemacht habe. Es gab viele Fächer, die nicht nur mit der Fremdsprache, sondern auch mit meiner Muttersprache verbunden waren. Also sowohl ein Übersetzer als auch ein Dolmetscher muss in erster Linie ganz gut in seiner Muttersprache sein. Ein Übersetzer muss möglichst fehlerlos auf seiner Muttersprache schreiben. Und sowohl ein Übersetzer als auch ein Dolmetscher muss Sätze deutlich formulieren können. Das ist sehr wichtig. Und während des Studiums haben wir viel mit Stilistik gearbeitet. Wir haben gelernt, was für juristische, technische, wirtschaftliche oder medizinische Texte typisch ist. Und natürlich haben wir ganz viel übersetzt. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Texten gearbeitet. Also wir haben viele Geschäftsbriefe, viele Verträge, viele ganz unterschiedliche Dokumente übersetzt. Und beim Dolmetschen haben wir normalerweise verschiedene Vorträge auf CDs gehört oder manchmal haben wir Filme auf DVDs gesehen. So. Aber in diesem Video möchte ich auch sagen, dass nicht nur das eine Rolle spielt, was man studiert hat, sondern welche persönliche Eigenschaften man hat. Ein Übersetzer muss pünktlich sein, das ist selbstverständlich. Aber ich würde sagen, ein Übersetzer muss viel Sitzfleisch haben. Also Temperament spielt hier eine große Rolle. Es gibt Menschen, die keine Minute ruhig sitzen können. Es gibt Menschen, die immer aktiv sind. Und ich glaube, diese Menschen können nicht als Übersetzer arbeiten. Also ein Übersetzer muss in der Lage sein, eintönige Arbeit zu machen. Ein Übersetzer muss ganz viel Geduld haben. Und wenn man keine Minute ruhig sitzen kann, dann kann man wahrscheinlich nicht als Übersetzer arbeiten. Und Dolmetscher kann in ganz unterschiedlichen Situationen arbeiten. Es kann so sein, dass ein Dolmetscher am Tisch sitzt und zum Beispiel beim Abendessen dolmetscht. Oder es kann auch so sein, dass ein Dolmetscher ganz viel gehen muss, also er muss sich ganz viel bewegen oder er muss wahrscheinlich stundenlang stehen und dolmetschen, also das kann unterschiedlich sein und ein Dolmetscher muss keine Probleme mit Gesundheit haben, also ein Dolmetscher muss immer gesund sein und keine Probleme mit Körper haben. Ja. Und
Da ein Dolmetscher mit Menschen arbeitet, muss ein Dolmetscher viel Geduld und viel Menschenliebe haben. Ich meine, nicht alle Menschen können ihre Gedanken klar formulieren. Und deshalb muss ein Dolmetscher Menschenliebe haben und, ja, und Geduld haben. Ja. So, das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Ihr könnt natürlich eure Kommentare unter diesem Video schreiben. So, vielen Dank und tschüss.